So, jetzt möchte ich noch mal zeigen, wie man den Grafikkartenkühler abbaut und den Wasserkühler aufbaut. Hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben müssen raus. Ich hoffe, dass der überhaupt abgeht, aber die müssen den ja zusammengebaut haben irgendwie. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Schrauben raus. Jo, jetzt gucken wir mal, wie das abgeht, das Teil. Das ist nämlich ein ganz schönes Gerät. Da ist, würde ja fast tippen, der Kühler. Hängt nur an diesen drei, vier Schrauben fest. Ah, da hat sich was gehoben schon. Guck mal an. Ach, na, das ist ja easy. Easy ist das. Hier ist noch ein Stecker vom Lüfter. Ach Gott, na, das ist ja wirklich easy. Ah, das ist von der Beleuchtung und hier ist der Stecker von den Lüftern. Na, das ist ja leicht. So leicht habe ich ihn ja noch nie abgekriegt. Allerdings natürlich auch gar kein. Oder nur ganz, ganz wenig Wärmeleitpaste drauf. Ich muss ja sagen, gar keine. Na, das war ja leicht. Sonst sitzen die immer so straff drauf. Der Lüfter alleine, den wiege ich mal. 930 insgesamt. Davon wiegt der Kühler 544. Ist ja extrem schwer. 544 für den Kühler. Na, das ging ja zoftig ab. So, jetzt müssen wir noch die Dinger abschrauben hier. Aha, das habe ich gerade gemacht. Und dat, der Rest ist von hier. Und schon ist die Backplate ab. Kommt natürlich wieder nach Möglichkeit wieder rauf. Die Backplate legen wir mal da hin, wo wir sie nicht verbiegen. So, und jetzt kommt noch der diese Teil weg. Wo ist denn das noch geschraubt? Da, nee. Aber da ist eigentlich keiner drin. Da ist keiner Da drin. drin. Vermute ich mal. Das ist ja jetzt ein bisschen Risiko hier. Ah, jetzt kommt er. Da geht er ab. Da geht er ab. Und ab ist er. Ne, weil hier die Wärmeleitpads drunter sind. Schön, schön. So, da kann ich gleich noch mal zeigen, was bei Aquacomputer dabei ist. Jo, hier ist der Kühler drin. Oh, der ist extra noch mal verschweißt. Das ist jetzt neu. Ich glaube, früher war der. Ja, der ist verschweißt. Früher war der in der Tüte, glaube ich, drin.
Da müssten aber meines Erachtens nach auch noch Wärmeleitpads irgendwo sein. Ah ja, Verschlussstopfen sind noch bei. Aha, Bedienungsanleitung. Aha, wofür sind die Eumel hier drin? Ich gucke erstmal, ob er passt, bevor wir hier was auseinanderreißen. So, der wiegt. Ja, der wird auch, das wird dann das Ding haben. Naja, der hat, ist so schwer wie die Grafikkarte. Kein Platz auf dem Tisch. Ja, die hat auch 900 garantiert. 900.000. Mal gucken. 914. Naja, gut geschätzt. Ja, ein schönes glänzendes Kupferteil. Ja, so wenig Licht hier kann man ja nicht erkennen. Ne? Mein Gott, es ist schon wieder Land unter draußen. Deswegen ist hier so wenig Licht. Also, gut, dass ich mal gelesen habe. Auf die Rammbausteine kommt Wärmeleitpaste. Also auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auf die restlichen Bauteile kommen die Wärmeleitpads, die hierbei sind. So, jetzt habe ich die restlichen Rammbausteine mit Wärmeleitpaste beschmiert und die Zusatzbauteile mit beigelegten Wärmeleitpads draufgelegt. Und jetzt werde ich die mal zusammenschrauben. Das machen wir aber andersrum. Und zwar legen wir das so hin. Kommt das also ohne Backplate dran. Das sind dann die fünf Schrauben, die rot markiert sind. So, leider fehlt ein Abstandshalter. So ein kleiner schwarzer Abstandshalter fehlt. Aber ich denke, das wird auch mit den funktionieren, die dabei sind. Weil ich jetzt nicht deshalb wegen dem einen das nicht zusammenbauen werde. So, da ist das fertige Stück jetzt. Meine Güte. Dass ich die Backplate nicht benutzen konnte, das ist ja ärgerlich. Würde sagen, 1,5. 1500. Na, 1238. Ganz schön schwer. So, jetzt noch die Anschlüsse von der alten Karte. So, fertig ist jetzt die Karte. Und den Abstandshalter hatte ich auch gefunden. Der hatte sich hier in der Schraube versteckt. Jo, so sieht sie jetzt halt aus. Fertig. Jetzt muss er noch rein. Und hoffe, dass er gut funktioniert. Also funktioniert hat sie ja, dass er jetzt nach dem Umbau natürlich auch noch funktioniert.